So, willkommen zur zweiten Folge von der Elektronenscheiben Simulator 2013. Mir ist auch gerade aufgefallen, als ich geschaut habe, ob das erste Testvideo gut war, dass ich Musik eingeschaltet hatte. Ich werde jetzt ausschalten. Erstens mal, dass mich besser hört. Und zweitens, wegen eventuell rechtlichen Problemen, was beim Hochladen von Musikrechten zu tun hat. So, wir erinnern uns, wir suchen zum x-ten Mal jetzt diese Mission abzuschließen. Nach, sagen wir mal so, mehreren nicht punktgenauen Landungen haben wir herausgefunden, dass wir eigentlich nur eine Seilwinde runterlassen müssten. Ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich die rote Markierung gedacht, wo ich vorhin bis jetzt immer dachte, das sei der Ort, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wie ich die Angst wieder hintasten. Ich versuche diesmal mal nicht in einem Crash zu enden. Danke fürs Zuschauen wieder. Das ist natürlich eine katastrophale Erstfolge, hat mich zuschaut, ist eh ein Wunder. So. Also, ich versuche jetzt mal. Gerade, ich versuche mal mit meinem Gas so zu. Einzustellen, dass ich nicht gut stürze. Zurzeit geht es hoch. Hm? So, okay. Bin hier vorne, ist das sein? Ich glaube, und da sehe ich das Flugzeug jetzt auch. Ja, das ist Flugzeug eindeutig. So. Eigentlich zum Gas runterzugehen. Dann kannst du nach unten. Nach 420 Meter oder Fuß oder was immer. Mal kurz schauen, wie ich bin mit G, was ist Wind? Ah, nicht E. Ne, G ist der Wind. Aktion E. Ich weiß nicht genau, wie tief ich das sein muss dafür. Jetzt einfach mal G drücken. Ja, ja, hier ist die Position wieder. Wenn er Zeit wird. Jetzt ganz ein bisschen G drücken. Die Hoffnung, dass es mir anzeigt, wenn ich so tief bin. Oh, das geht nicht gut. Also, das Spiel hat es irgendwie in sich. Das finde ich wirklich einfach. Ah, das heißt, ich bin zu hoch, ich sage nicht. Ich versuche jetzt mal, zuerst wieder einen geraden Wind zu kriegen. Da nach unten. Oh, wir haben hier eindeutig das Flugzeugflug vor uns. Eindeutig, dass wir tiefer kommen. So. Also jetzt müsste ich ja eigentlich die Salinke unten lassen können. Ach, jetzt sehe ich tatsächlich sogar die Leute da stehen. Oh Gott. Die sind wirklich echt klein. Ich habe schönes Flugzeug. So, versuchen wir jetzt mal den hier einzufangen. Bin ich wahrscheinlich hier zu hoch. Wir müssen schon mal unten gehen. Also, das ist nicht einfach, muss ich sagen.
So, jetzt wird man hier nach vorne. Ach nee, Mensch. Also ich muss erst sagen, dieses Wechsel von der Kamera, das ist echt zum Kotzen. Man sieht da echt so wenig bei der Umschaltung. Also hätte sie wirklich was überlegen können. So, zum nächsten Mal Engine starten. Und wir haben es schon gesehen, wie es machbar wäre. Nur da muss man jetzt echt ein gutes Feingefühl haben, was schon anbelangt. Das hat wirklich geklappt, wie es klappen sollte. Also rennt es wirklich hoch. Erst dann der Mächte hier vorne. Zwischen jetzt auch schon ein bisschen schneller als am Anfang. Ein bisschen Gas geben. Nur die Höhenanzeigen sichtbar behalten. So, dann muss ich aufpassen, aber auch der ja, Höhe kommt. So. Kommen zur Abschlussstelle. So ist man zu landen, ohne einen Crash zu bauen. So, dann haben wir das Flugzeug. Das sind die Leute, die gerettet werden sollten. So eine Millimeterarbeit, unglaublich. Oh oh oh. Oh, einfach wenig Gas hier. Ah, los starten! Und wir sehen schon, es ist wirklich hier. Millimeterarbeit gefragt teilweise. Das ist nicht einfach. Achso, jetzt kommt die Kamera wechseln wieder. Was mache ich jetzt? Okay, man kann doch landen. Versuchen wir jetzt mal. So starten wir dann bei ihm so. Okay. Also, ich versuche jetzt mal vom Gas runter zu gehen. Voll zum Gerade. So. Muss ich da runterkommen langsam. Ich komme wieder zu schnell runter. Ein bisschen Schub hier. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ich frage mit denen, wie wir retten sollten. So. Gehen wir genau auf sie zu. Schön langsam. Ein bisschen Gas.
Ich glaub's nicht. Hey, aber das, also das mit der Umschaltung von der Kamera ist ja echt zum Kotzen. Also da müssen Sie sich überlegen, wie Sie das machen. Wieso muss diese Blendung sein? Weil nach der Blendung verhält sich die Steuerung wieder ganz anders. Wieso ist sich hier wieder zurück? Ja, keine Ahnung. Ja, wir sind immer noch beim ersten Auftrag. Ich denke, das Spiel, wenn ich so viele Aufträge habe, weil man ja schon ewig den ersten hat. Also eine Geduldsfrage, wie lange man es aushält, wie lange man es versucht. Ich darf mich jetzt 4 Folgen durchquälen, ich habe es ja versprochen. Jetzt müssen wir ein Mini-Let's Play machen. Ja, und hoffen wir wenigstens mal die zweite Mission, so sich bekriegen. Oh Mann, sieht das leider gar nicht mehr aus. Die zweite Folge ist schon fast vorbei und wir sind immer noch hier bei der Versuch, diese 2 Personen einzufangen. Also, was ich bis vorhin mitgekriegt habe, ich war anscheinend jetzt vorhin leider zu tief. Darum kam diese Rettungssanitäter nicht runter. Man kann nicht nur zu hoch sein und halt zu tief sein. Wahrscheinlich gäbe es eine ganz einfache Lösung, aber ich habe es einfach nicht. Ich probiere es aber nicht und habe es nicht gesehen. Ich kläre mich hier deshalb um. So. Ich komme so langsam in die Sichtnähe. Und dann Vollgas runter. So, ich muss mal den Helfer mal klar sein. Wie vom Gas. Okay, jetzt mal runter und hoffe, dass ich das letztes Mal wegnehmen kann. Sonst heißt es bald Rettungshubschrauber. Oder die Rettungshubschrauber. Wenn es hier um Zeit gehen würde, wäre wahrscheinlich die Leute schon lange gestorben. So, wir kommen hier ziemlich schnell runter. Das Spiel ist nicht schnell, aber wir fahren ziemlich schnell. Zu fangen. So. Okay, also. Wir sind noch langsam, wir sind im Flug. Meter für Meter. Sehen wir nicht, wo man sie ist. Der ist ja unter mir. Ich hoffe diesmal, dass ich das richtig mache. So, das ist Flugzeug. Da müssen die Leute, die helfen, müssen genau hier sein. So, 15 Meter. Da sind sie. So, ich gebe ein bisschen Gas. Und den Boden vorne. Also der Helfer verzögert gar nichts. So lange Zeit. Durch mein Zimmer zu retten. Dann nicht abzustürzen. Ich glaube nicht. Oh, okay. Also man hat gesehen, es gäbe eine Anzeige. Aber naja. Ich würde sagen, dass wir sehen, wie es weitergeht beim nächsten Let's Play. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.